Um Daten im GS-File zu markieren, klicken Sie einen Datensatz an und betätigen die Leertaste. Die dunkle Markierung signalisiert Ihnen die Position des Cursors. Wenn Sie jetzt erneut die Leertaste drücken, wird dieses Mitglied markiert. Möchten Sie die Markierung wieder entfernen? Klicken Sie den Datensatz an und entfernen die Markierung mit der Leertaste. Möchten Sie alle Datensätze markieren, nutzen Sie die Tastenkombination STRG A.